Was für ein Spiel. Als ich heute Morgen aufstand, dachte ich, ich hätte das alles nur geträumt. Hat irgendwer von euch auch nur annähernd so ein Ergebnis getippt? 7:1 gegen Brasilien. Auch die Promis auf Twitter konnten es kaum glauben. Hier ein paar Beispiele. Franz Beckenbauer. Was war das? Kaum zu glauben. Christoph Metzelder. Dieses Spiel können nur noch die Schweden drehen. Und ein Schotte, der zum ersten Mal in seinem Leben ein Spiel schaut und 7:1 für Deutschland getippt hat, erklärt mir gerade Fußball. Otto malte sogar ein ganzes Bild mit den Ottifanten. Steven Gerrard, Brasilien hat Neymar, Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo, Deutschland hat ein Team. Nick Heidfeld. Auf der PlayStation würde jetzt automatisch die Frage kommen, ob man den Schwierigkeitsgrad ändern möchte. Katharina Witt. Jungs, ihr seid phänomenal. Dieses Torfeuerwerk ist gerade nicht von diesem Planeten. Weiter so. Und auch David Hasselhoff gratuliert den Deutschen zu ihrem Sieg und fordert den Titel. Ich bin ja sehr zuversichtlich und zweifle nicht daran, dass es mit dem vierten Stern klappt. Jetzt heißt es am Sonntag noch einmal Daumen drücken.